Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit Selina. Und wir dachten uns, wir haben schon angekündigt, dass wir mal eure liebsten Starbucks-Drinks oder Favorites oder einfach diese ganzen Mischungen, man kann da ja irgendwie Pumps of Sugar, Vanillesirup, Haselnusssirup, alles reinmachen. Und wir dachten, wir probieren eure liebsten Kombinationen aus. Und ihr habt mir ganz viel auf Insta geschickt. Es hat sich sehr viel wiederholt. Wir haben uns ein paar rausgesucht. Super viel war bei unserem Starbucks ausverkauft. Ja. Die waren auch low-key überfordert mit der Bestellung. Wir haben jetzt 7 Drinks. Ein Chai Latte darf natürlich nicht fehlen, der hat sich erstmal eingeholt. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Wir geben dem Ganzen Punkte. Also okay. Einmal fürs Aussehen gibt es Punkte, für den Geschmack gibt es Punkte. Und wir müssen halt die auch alle vergleichen. Ja. Also ich glaube, der erste kann gar nicht so eine 10 von... Wir gucken, welcher der beste ist und der schlechteste. Und, so. Und es sind auch welche dabei, die wollte ich schon so mal ausprobieren. Ja, deswegen freue ich mich extrem drauf. Und ich würde sagen, let's go with the flow. Und wir zeigen euch jetzt erstmal die Drinks. Und Shoutout an jeden, der uns einen Drink geschickt hat oder gesagt hat, wie wir den bestellen sollen. Wir waren ein bisschen überfordert, aber wir haben es geschafft. Current situation. Loki überfordert. Frag mich nicht, wie wir zum Auto gekommen sind. Wir mussten erstmal einen Mann fragen, ob er uns auch die Tür aufmacht, weil wir kriegen es sonst nicht hin. Aber gut, let's start with the video. Okay. Ich würde sagen, wir probieren erstmal Matcha, ja, oder? Weil wir wollen beide den probieren. Okay, give it to me. Hier ist er. Wo sind denn jetzt die Strohhalme? Die waren schon so dieses, braucht ihr noch 7 Strohhalme? Und wir waren so, wir brauchen eigentlich nur 2. Oh mein Gott, ich habe es zum ersten Mal geschafft. Selina. Wir riechen erstmal. Leute, den Trick. Ihr kennt es von meiner Insta-Story, ich bin überfordert. Ja, ich habe es nie so gemacht. Oh mein Gott. Nein. Was ist das? Ey, der riecht einfach nach unserem Teich. Warte mal, das war doch irgendwas. Das ist dieser... Nee, was war das jetzt? Mir hat meine Freundin gesagt, dass es nach Gras schmeckt. Ist es der Eislatte mit White Mocha? Nee, nein, ups, das ist der nicht. Das ist der hier. Oh, voll viel hatten die nicht. One Löffel of Matcha. Matcha. Girl, Shoutout to you. Ich weiß jetzt, wer es mir geschrieben hat. Jetzt pass auf. Iced Matcha Latte mit Mandelmilch, ungesüßt, ein Pump Vanilla Sugar Free. Ich glaube, sie hat uns mit Sugar gemacht, weil sie war so ein bisschen überfordert. Und ich habe gesagt, das ist nicht schlimm, wenn irgendwas ein bisschen falsch geht. Ich würde sagen, willst du zuerst probieren? Oh mein Gott. Ich habe voll Angst, dass das Das riecht ein bisschen nach Teig. Ja. Aber ist es wirklich so Matcha, entweder man mag es oder man hasst es. Ich habe es noch nie gegessen. Ich kenne niemanden, der sagt, es ist okay. Immer nur entweder ich liebe es oder ich hasse es. Muss jetzt noch den Strohhalm ablecken. Nein. Das ist so schlimm. Keine Sorge, wir geben die restlichen Drinks Arthur und ihrem Freund und jedem von unserer Fam. Was? Ey, hast du hier bitte eine Serviette? Du hast eine Serviette gehabt. Ich muss es damit abwischen. Ich finde es einfach nur ekelhaft. Ey, das schmeckt, wir haben Kois. Und das schmeckt genau, wie deren Fischfutter riecht und wie der Teich riecht. Oh nein! Die Scheibe so, I'm green now. Hä, das Geschmäcker, ich kann mir nie vorstellen, dass Geschmäcker so verschieden sind, dass das jemandem schmeckt. Also wer das, ich glaube, vielleicht hast du uns reingelegt. Das sieht auch schon aus wie ein Teich. Wer bestellt so? Also es sieht ich ja, auch. Sieht ja, nee, ich habe schon abgeleckt. Es sieht ja aesthetically pleasing aus. Es sieht echt schön aus, es passt zu meinem Outfit, aber das war's auch. Nee, das kriegt eine 0 von 10 tatsächlich. Das kriegt eine 0. Das würde ich einfach wirklich nicht mehr trinken. Auch wenn Celia sagt, ey, ich habe es mir geholt, willst du einen Schluck, würde ich sagen, du weißt du was, schon okay. Was schwimmt denn da drin, ne? Eis. Ach so. Die Fische. Also es ist eine 0 von 10, das geht wirklich gar nicht. Okay, same. Cookies aber Aussehen 10 von 10. Von 10. Dann haben wir eigentlich Cookies and Cream Frappuccino bestellen wollen, den hatten die aber nicht. Haben die uns jetzt was an? Nee, dann haben wir einfach weitergemacht. Weil das ist ein Chip-Chip-Chip-Chip, aber... Ja, und dann hat er gesagt, wir können ja eins mit Schokolade machen. Ich so, es ist Java-Chip-Chocolate. Er so, du kennst dich aus. Ich so, ja. Java-Chip-Chocolate haben wir auch super oft geschrieben bekommen. Ich hab's noch nie probiert, aber... It's also a recommendation von mir, weil ich finde den super lecker. Richtig geil, musst du auch mal probieren. Iced Latte mit White Mocha. Das müsste... Haben wir mit Sahne genommen? Ja, wir haben alle mit Sahne genommen. Ist das Iced Latte mit White Mocha? Oder ist das Iced Latte mit... Save this. Zeig mal. Oder das, weil ich glaube, das schmeckt. Ich glaube auch. Ich probiere, okay? Ist das Eislatte? Ach, Eis. Oh mein Gott. Der schmeckt so gut. Wirklich? Der schmeckt so. Mach mit rein. Ey, der schmeckt dir safe. Der schmeckt halt. Wir haben gedacht an Chai. Hast du auch an Chai gedacht? Das Eislatte. Ey, der schmeckt gut. Schmeckt 10 von 10. Nee, ich finde perfekt. Durch die Sahne wird es nochmal ein bisschen süß. 10 von 10. Den hole ich mir nochmal. Ich gebe dem eine 8,5. Ich gebe dem 9,5. Ja, so 8,59. Der schmeckt gut. Ich finde es einfach gut. Krass.
Und Aussehen gebe ich. Oh. Wie das sieht. Sorry. Ich kann mein Auto danach waschen gehen. Das, Aussehen gebe ich so eine 7, weil der sieht halt normal aus. Ja, ist eine 7, sieht aber süß aus, cute. Sieht lecker aus. Ja. Und ich mag es, wenn es lecker aussieht. Shoutout to you, Kim. You did a great job. Dann Cold Brew mit das Caramel Syrup and Mandelmilch. Aber das hatten die nicht. Deswegen hat er uns irgendwas anderes gemacht und hat gesagt, wir haben keinen Cold Brew, aber wir geben euch was, was so ähnlich ist. Ja, das riecht nicht gar nichts. Karamell. Das riecht wirklich nicht nach, das riecht wirklich nach nichts. Also Aussehen also, finde ich schön. Ja, sieht süß aus. Ja. Ist aber so eine 6 von 10. Passt, ich finde es halt so Outfit. Wow. Oh nein. Es schmeckt gar nicht schlecht. Man schmeckt das Karamell ein bisschen, aber es schmeckt eher nach Kaffee. Okay. Falls jemand eine Ahnung hat, was er uns da gemacht haben kann, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung. Die wird es, glaube ich, schon schmecken. Mm-mm. Nicht? Ist mir viel zu wässrig. Ich mag nicht so wässrige Getränke. Also schmeckt, ich finde, es schmeckt so sehr nach Kaffee. Das schmeckt wie Kaffee mit Karamell und dann aber richtig ich viel Wasser. Karamell ist ja nicht so viel. Und ich ja, aber man schmeckt. Karamell. Man schmeckt, dass das mit Karamell ist. Ja, aber es schmeckt Fall, nicht komplett nach Karamell. Es schmeckt echt zu wässrig. Es ist wirklich. Ich mag halt keine wässrig. Aber ich glaube, wenn es richtig. Das ist auch irgendwie nicht so kalt, obwohl da. Nee. Ich glaube, weil der Kaffee warm ja. war. Weil obwohl da Eiswürfel drin sind. Also es schmeckt wie als würdest du eine Kaffeetasse. Ich kann mal probieren. Wie als würdest du eine Kaffeetasse. Hinstellen, Karamell reinmachen, stehen lassen, Wasser rein und dann lauwarm werden lassen. Man nimmt es in den Mund, dann schmeckt es nach Wasser, dann kommt das ja. Karamell und dann kommt der ganze Kaffee. Und jetzt schmeckt es nach Kaffee im Mund. Ja, schmeckt jetzt 5 von 10. Ja, so eine, ich sag so eine... auch 5, 4, 4,5. Aber es gibt halt leckerere und deswegen würde ich mir es auch nie mehr bestellen. Ja, nee, würde ich würde mir nicht auf... Dann bestelle ich mir lieber normalen Kaffee. Ja. Aber ich mag keinen schwarzen Kaffee, wenn dann Latte Macchiato. Also so eine 4. Also ja, ist auf 4 jeden Fall besser 5. als der Matcha. Ja, White Chocolate Frappuccino. Das ist der safe weiße, der weiße. Ja. Also der dem, sieht echt süß ich finde, der aus. Sieht richtig aus, als könnte man, obwohl es ein kaltes Getränk so im Winter, wenn du so, wenn es so schneit und ja, dann trinkst halt du den. Ja, weil es halt so weiß ist. Ja. Oh, der ist voll schokoladig. Das ist voll so, so richtig fest. Dick. Ja, voll skeptisch so. Ey, das schmeckt wie das Eis von Ikea. Das ist aus der Maschine. Mhm. Da würde ich eigentlich mögen. Das schmeckt aber nicht nach weißer Schokolade, sondern wie Eis. Das schmeckt 1:1 wie das Eis, sei mal ehrlich. Ja. 1:1 wie das Eis. 1:1. Also 1:1 wie so ein Eis. Dieses, oder, das ist ja, ja, so Slush, ja, nee. Wie heißt das? Das ist halt dieses weiße Ei, Milcheis ist mhm. das. So wie diese auch von auch Megas. An der Stiel. Ja, genau, McFlurry. Oder wie, kennst du diese kleinen Kuh-Eis-Dinger? Mhm. Ja, die am so, Stiel. Ja, so schmeckt es. Aber lecker. Ich gebe, aber ich stehe halt nicht so auf so zu feste, also zu so, nicht so Drinks. Das ist halt eher für mich wirklich wie so ein Milchshake. Ja, aber deswegen. So heftig, weißt du? Also ich würde dem Ganzen so eine 7 geben. Ich kann nicht so. Hey, mein Mantel. Ich sag auch eine 7. 7 ist gut. Aber ich mag immer noch den anderen mehr. Diesen, den wir eben probiert haben. Ja. Das war mein Liebling. Dann Vanilla Cream Frappuccino mit Sojamilch und einem Löffel Matcha Powder. Mama. Wenn ich mal wieder Matcha höre. Ich glaube aber mit so einem Löffel, das ist nicht so dunkel, da ist noch Sahne oh, drin. Digga. Da ist Sahne drin und es ist, glaube ich, nicht so ganz so Matcha-mäßig. Vielleicht schmeckt uns da Matcha gut. Soll ich probieren? Ja, probier's erst. Bin gespannt. Ist auch so fest. Ja, das schmeckt safe besser als der andere Matcha. Weil das war auch so wässrig, das schmeckt deswegen mehr nach Teich. Ja. Nein, das geht gar nicht. Schmeckt es nein, so? Ja. Oh nee. Ey, wer trinkt das wirklich? Also wirklich nichts gegen irgendjemanden. Aber wem schmeckt Matcha denn auf Ernst? Ey, ihr tropft da hier runter. Hier fühle ich, warum man es bestellt. Da könnte Matcha gut schmecken, aber mir schmeckt es zu sehr nach Erde. Ja, nach Gras. Nach Teich eher. Eher nicht nach Gras, sondern nach ja, Teich. Ja, so dieses richtige Teich. Seeleben, ja. Alge. Das könnte auch Sushi sein. So, aber hier mag. Drin geht es, weil da halt voll viel noch mit drin ist. Was war da noch drin? Sie hat doch irgendwas da reingemacht. Vanilla Cream Frappuccino mit Sojamilch und einem Löffel Matcha Powder. Ist auf jeden Fall besser als der andere. Ich gebe dem eine 3 von 10. Ich gebe dem eine 2. Und Aussehen finde ich sieht cute aus. Das ist so eine 8. Ja, das macht schon 10. Aus, aber das ist ey, mir 2. Schmeckt der eigentlich ein bisschen gut. Nee, das ist gar nicht meins. Also 3 von 10. Super ja. gut. Ja, also im Verhältnis ja. zu dem ist es ein 10 ey, von 10. Ey, tropft alles auf den Schwarm. Ich krieg doch die Krise. Mein ganzer Mantel ist voll. Ja, meine Hose auch. Dann habe ich gefragt, ob sie ein Tropical Mango oder Strawberry Frappuccino haben. Und Mango hatten die nicht mehr, was mein Favorite war. Und weil wir beide mögen nicht so gern Strawberry. So the Strawberry. Jetzt hat er uns wieder was anderes gemacht. Also er hat gesagt, wir haben auch kein Strawberry Frappuccino mehr.
Aber wir haben sowas Ähnliches mit Strawberry und jetzt ist es irgendwas Frappuccino-mäßiges mit Strawberry. Also keine Ahnung. Man sieht auf jeden Fall, dass da Erdbeere ist und ich glaube, das könnte... Ich glaube, es ist mir zu süß. Ich mag halt, wenn das mir zu fake nach Erdbeere schmeckt, dann mag ich's nicht. Weißt also was ich aussehen, mein? Sieht schön aus. So 7 von 10. 9, 8. Ja, 8 eigentlich. Ist cute. Ja. Eine andere Farbe hätte ich mehr gefeiert, weil es könnte auch irgendwie wie Blut aussehen. Also so Mango hätte ich mehr gefeiert, ja. Das wäre gelb und sehr cute gerne aus. Mango oder Maracuja. Ich liebe Mango. Maracuja. Eis. Mango-Maracuja-Eis. Krass. Einfach. Kennst du diese aus der Tiefkühltruhe? Ja. Oh, die sind so krass. Die sind so, wo innen drin so milchig. Oh. Die sind so lila und orange. Ja. Oh, die sind so geil. Okay. Digga, kaust du da gerade? Mhm. Auf diesen Erdbeerstückchen. Diese kleinen, diese Körner. Kommt man da drauf? Das wird dir schmecken. Obwohl wir beide keinen Erdbeeren mögen, weil das schmeckt nicht nach Fake-Erdbeere. Das schmeckt real. Aber ich mag eigentlich auch Erdbeere nur zum Essen. Also ich bin da wirklich sehr wählerisch. Ich bin richtig gut. Ich mag zum Beispiel keine Erdbeermilch und sowas. Das oh, ist so eklig. Ekelhaft. Und Erdbeereis ist auch so ja. Ekelhaft. Ich sag immer Erdbeer irgendwie. Erdbeer. Nee. Echt? Oder? Von mir kriegt es eine 7 von 10. Es geht auf jeden Fall. Ich stelle es mir mit anderen Früchten besser vor. Ich stelle es mir mit Mango und Maracuja. Ja, mit Mango, Tropical Mango wäre wahrscheinlich so krass gewesen. Deswegen hatten die es auch nicht mehr, weil sie da bestellt. Das ist mir zu süß. Das ist mir zu Erdbeer. Mir ist es zu sahnig. Ich mag nicht dieses milchige Erdbeer. Ja, genau. Ich glaube, so ein, wie heißt das nochmal, Refresher? Nee. Mit Erdbeer würde mir besser... Na, ich mag auch nicht Erdbeerwasser und so. Oh, nee. Nee, eigentlich gar nichts. Das ist eine 5. Von mir eine 7. Mir ist es zu süß und so, nee. An irgendwas erinnert mich das, wie das schmeckt. Wo ist denn so ein Erdbeerding drauf? Ah, jetzt habe ich gekleckert. Ja, Erdbeereis. Nee, aber anders. Selina, du tropfst mir alles voll. Sie hält es auch noch da hinten. Ich habe eine Scheibe voller Matcha. Ich habe einmal Nasenhaar. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir... Leute, ich habe übrigens einen neuen Haircut, falls es noch nicht aufgefallen. Falls euch noch nicht auffällt, Selina war beim Friseur. Ich habe einfach mal dann nach dem Friseur einen Heulkrampf bekommen. Alter. Willst du mal, darf ich mal die Audio abspielen? Ja, mach mal. Ich habe mir auch noch ein veganes Italian Sandwich geholt. Und Selina hat sich einen Chai Latte geholt. Ja, warte, ich hol dir eine. Ey, deine Mutter voll süß. Ich hatte dir deinen Snap geschickt gehabt. Hallo, ich bin's. Ich so, oh. Und gestern war ich duschen. Ich war duschen. Und habe meine Haare geföhnt, dann sah ich aus wie Momo. Ich weiß nicht, ob ihr alle Momo kennt. Mhm. Diese Kinderserie, so sah ich aus. Schick mal Snap. 15 Uhr. Warte. Da habe ich geschrieben, oh mein Gott, so kurz, ich heul gleich mit diesem Sticker. Und dann hat sie mir geschrieben, schick mal Snacks, ich warte, oh nee, was los, bist immer noch da. Weil warte. Ich gemerkt habe, es kommen keine Snaps und es kommt keine Antwort, ich war so, oh nein. She's crying. Ich bin nur am Heulen, ich find's so schlimm. Ich hab auch da angefangen zu weinen. Ich hab dir gesagt, bis auf die Brust und ich hab nicht mal diese kurzen Haare vorne. Ich versteh's nicht, wie kann man so dumm sein, wirklich? Junge, ich gehe nicht mehr raus, wirklich nicht. Ich muss mir diesen 4 Euro Extensions machen. Ich schwöre, ich habe nicht gelacht, obwohl es lustig war. Ich weiß, aber... Also ich habe es gefeiert. Ich war so, oh no. Diese Verzweiflung so da raus. Da vorne sind die nicht mal kurz. Das ist ja das Ding, so wie ich es wollte. Und ich wollte die nicht so kurz haben. Junge, es sieht so schlimm aus. Es sieht einfach geil aus. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich saß im Auto, ich habe nicht so geweint, so... sondern... Und da hat sie mir Snaps geschickt von sie so am Heulen. Das ist ja der Einwandnehmer, die machen das. Also ich sag mal so, es ist schon echt kurz. Ich wollte wirklich nicht so kurze Haare haben. Ich wollte, hier ist meine Brust und ich wollte die schon bis hier. Das ist schon ein Unterschied meiner Meinung nach. Und meine Haare waren halt echt lang. Mhm. Aber Haare wachsen und ich finde, es sieht halt einfach ein bisschen älter aus. Und vor allem ist es nicht das Schlimmste auf der Welt. Hier ist auch ein nächster Trink, Iced Chai Latte. Wir gucken mal, wie der schmeckt. Aussehen, 10 von 10. Geruch, 10 von 10. Geschmack, 10 von 10. Ey, ich hab dich auf den gebracht, gell? Mhm. Ich wusste gar nicht, dass du... Ich dachte irgendwie, du hättest den auch schon mal gefeiert, aber ich hab dir gesagt, probier den mal. Ja. Einfach Trendsetter. Einfach die Influencerin. Aber heute ist er leider nicht so süß. Ehrlich? Ja. Ja, guck mal, ich glaube, die haben gesagt, ey, wir müssen den heute mal ein bisschen... Oder es kommt dir nur so vor, weil alles andere so mega süß ist. Ich habe meine Lippen noch nie so verkackt. Noch nie. Noch nie. Ich freue mich aber auch auf warme Chai Latte im Winter. Ich mich auch. Oh mein Gott. Hast du eine Phobie, die ist schon längst weg? Hast du Allergie? Ja! Achso, das ist ein Schlauch. Guck mal, dein Pesto klebt da. Wir müssen jetzt mal eine Reihenfolge machen. Welchen wir als erstes bestellen würden, welchen wir als letztes bestellen würden. Okay? Number one, I would order again. Und ich glaube, ich werde den auch bestellen. Ist dieser Herr hier.
Das ist diese Eislatte mit... Alter, warum sind hier so viele Vögel? Also ich würde mir wieder den Eislatte mit White Mocha... Was ist Mocha? Mocha, ist es White Mocha, Mocha. Ist eine Kaffeevariation, die aus Espresso, heißer Milch sowie Schokoladenserum oder flüssiger Schokolade zubereitet wird. Geil, da ist einfach Schokolade drin. Ja, also es ist so flüssige Schokolade und es ist halt weiß. Das ist okay, Schokolade. Das ist mein Platz 1. Platz 2, die sind eigentlich auf beide auf Platz 2. Das ist einmal der normal nach Eis schmeckt und einmal Eis mit Erdbeere. Ich sag's immer so, wie Selina sagt. Das ist so mein Platz 2. Ich glaube, das wäre einfach so, was ich so... zur Not nehmen würde, aber dazwischen wären auf jeden Fall noch andere Drinks und Chai Latte sowieso immer weit oben. Wäre mein Platz 3 tatsächlich this one und der kommt tatsächlich auch vor dem mit Karamell, weil der einfach mir zu wässrig schmeckt und ich bin nicht so der schwarze Kaffee-Fan. Ich mag halt Milch immer sehr gerne. Deswegen wäre das mein Platz 3 oder halt 4 und das wäre Platz 5. Und ja, mein Platz 6, der ist auch schon nicht mehr ist hier. Ist immer der Teich. Platz 6 wäre der Teich. Dazu sei, also Teich reicht schon als Beschreibung, ist nicht meins. Ihr müsst mir aber bitte schreibt mir in die Kommentare, seid ihr Fans von Matcha? Weil es ist wirklich so eine Hate- oder Love-Relationship. Entweder man liebt es oder man hasst es. Und wir hassen es. Und ich hasse es. Also in dem hier, wie gesagt, geht's, aber da war ja, ihr seht, die Dosis ist ein bisschen gering. Und hier ist es einfach mir zu intensiv. And that's... Nummer uno. Das ist wirklich der Beste. Falls ihr den noch nicht probiert habt, bitte. Bitte bestellt probieren. Den. Und schreibt uns, wie ihr den findet, weil der, das ist einfach der Shit. Egal ob warm oder kalt, das schmeckt immer geil. Das ist einfach geil. Also was ich als erstes machen würde, wäre auch der da. Dieser Latte, was war das? Danach kommt der, auch der wie Ikea-Eis schmeckt. Das ist als drittes kommt der hier. Ey, der ist einfach bei mir zwei Plätze sogar weiter hinten. Der Brownie. Der Strawberry, was auch immer. Danach kommt der hier. Der, was war das? Der mit war... One Löffel auf Matcha. Und der allerletzte, schlimmste auf der ganzen Welt. Gibst du den mal bitte einmal? Ich habe das Gefühl, da ist was falsch gegangen. Sie hat mir geschrieben, Eist Matcha Latte mit Mandelmilch. Mandelmilch ist eigentlich voll süß. Ungesüßt. Ah, ein Pump Vanilla Sugar Free. Das ein Pump Vanille hat ja wirklich nichts gebracht. Schmeckt gar nicht. Schmeckt überhaupt nicht. Geht gar nicht. Es schmeckt einfach nur nach Teich. Weder nach Mandel, weder nach Vanille, noch nach Latte. Nach Teich. Schreibt mir mal in die Kommentare, falls ihr kein Eislatte mögt. Chai-Latte. Ja, also das kann ich auch nicht verstehen. Ich filme nachher noch Artus Reaktion. Der wird auch ich werde nachher Artus Reaktion filmen und das hier reinschneiden. Zuerst das Grüne. Soll ich das nicht? Nein, das kannst du nicht. Nee, nimm, trink einfach aus dem einfach Ding. Einfach so? Ja. Das ist unsere Empfehlung an jeden, der was Neues ausprobieren will. Eis Chai Latte. Oder auch in warm. Oder auch in warm. Aber du hast den noch nie warm getrunken, gell? Doch, in Dings. Ah, okay. Da weiß ich ja Bescheid. Das ist der Beste. Probiert den und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Und falls ihr von denen welche mögt, schreibt uns auch in die Kommentare welche. Das war's jetzt mit diesem Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir sonst noch so für Kombinationen ausprobieren sollen, was wir für Sachen tryen sollen, die ihr uns empfohlen habt. Oder irgendwelche Food. Ja, irgendwelche Food-Kombis oder sowas. Kann, oder so. Richtig komisch ist. Ja, so wie Eis und Maggis Pommes. Ja. So, dass man es so dippt. Falls ihr solche Kombinationen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann drehen wir das auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir sonst noch so probieren sollen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Bye.